Angst. Ich habe Angst, furchtbare Angst. Ich bin in meiner Wohnung und zittere, komme fast um vor Angst. Wie oft habe ich in meinem Leben Angst gehabt? Ich meine nicht die Angst als Kind in den dunklen Keller zu gehen. Richtige Angst, so wie jetzt. Ich kann mich noch gut an einen Flug von Aqaba nach Amman in Jordanien mit meinem früheren Mann Frank erinnern. Wir lebten damals in Saudi-Arabien in einem kleinen Camp am Roten Meer. Frank arbeitete dort für eine deutsche Baufirma. Ich war schwanger und wollte zur Entbindung von der jordanischen Hauptstadt aus über Aqaba nach Deutschland fliegen. Kaum hatten wir unsere Flughöhe erreicht, sackte das Flugzeug plötzlich ab, fing sich und schoss nach oben. Dann stürzte es mit hoher Geschwindigkeit wieder abwärts. Der Kapitän, ein Amerikaner, versuchte uns Passagiere zu beruhigen. Es seien die hohen Berge vor dem offenen Meer, erklärte er über Lautsprecher, und die hohen Temperaturen, die dem Flugzeug Probleme bereiteten. Don't worry, beruhigte er uns und lachte dabei. Ein Araber neben mir betete laut und übergab sich. Das jähe Auf und Ab nahm kein Ende. Ich hatte panische Angst, dass wir abstürzen würden. Aber zum Glück landeten wir heil in Aqaba. Heute, hier in meinen eigenen vier Wänden, hat mich die Angst wieder fest im Griff. Sie lässt mich nicht mehr los. Ich versuche, sie abzustreifen, straffe die Schultern, atme tief durch. Es hilft nichts. Ich zittere am ganzen Leibe. Einige Jahre nach diesem schrecklichen Heimflug durchlebte ich eine andere angstvolle Situation. Mein Sohn Konstantin war damals 4 Jahre alt und wir wohnten in Libyens Hauptstadt Tripoli, in einem großen arabischen Haus. Im Garten befand sich eine Fäkaliengrube, die nur mit einem losen Brett gesichert war. Ich war hineingestürzt, als ich gerade dabei gewesen war, das Laub im Garten zusammenzufegen. Niemand war da, der mir helfen konnte, denn das Haus war von einer hohen, steinernen Mauer umgeben. Konstantin lief daraufhin laut um Hilfe schreiend durch den Garten. Doch niemand hörte uns. Meine Beine versanken in dem übelriechenden Brei. Kakerlaken krabbelten an meinem Körper empor. Angst und Ekel überfielen mich. Angst, mich nicht alleine befreien zu können. Irgendwie schaffte ich es dann doch, mich aus dem Loch herauszustellen. Doch jetzt, in diesem Augenblick, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Um meinen Hals trage ich eine lange, schwere Kette mit einem großen, massiv silbernen Kreuz. Es liegt ganz warm auf meiner Haut. Vater unser, bete ich, hilf mir. Obwohl ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, haben mich meine Eltern nie dazu gedrängt, an Gott zu glauben oder in die Kirche zu gehen. Meine Eltern haben mir Nächstenliebe vorgelebt. Deinen Glauben an Gott musst du selbst finden, sagte meine Mutter einmal. Ich bete seit meinen Kindertagen. Auch wenn ich selten zur Kirche gehe, glaube ich an eine Macht, die uns leitet, wenn wir es nur zulassen. Und ich schöpfe meine Kraft daraus. Mein Sohn hat gerade den Türrahmen seines Zimmers eingetreten. Er ist zersplittert. Mein Sohn hat sich eingeschlossen und abgeschottet. Von mir und von der ganzen Welt. Mein Sohn heißt David und ist nicht mein leiblicher Sohn. Und dennoch ist er mein Sohn, mein anderer Sohn. Wir nennen ihn meistens Dave. 1,87 groß mit blauen Augen und blonden Haaren, sieht er aus wie ein Engel. Ein Junge von bald 17 Jahren. Als er zu uns kam, war er noch nicht 7 Jahre alt. Im Moment besucht er hier in Berlin die Realschule. Unentwegt tritt er mit den Füßen gegen die Tür und schreit: Wenn du mir kein Geld gibst, schlage ich hier alles kurz und klein. Ich trommle auf der anderen Seite gegen die Tür, aber er hört nicht auf zu randalieren und tobt weiter. Ich rufe: Mach auf! Und höre Glas zerbrechen. Mein Herz rast. Angst. Ich weiß mir einfach nicht mehr anders zu helfen und schreie: Ich rufe jetzt die Polizei! Da wird es still in seinem Zimmer. Ich hole mir aus dem Wohnzimmer meine Zigaretten und einen Aschenbecher, setze mich in den langen, schmalen Flur, direkt vor seinem Zimmer, auf den Boden. In zerlöcherten Jeans sitze ich auf dem persischen Teppich, einem Überbleibsel aus meiner ersten Ehe. Ich erinnere mich daran, wie Frank und ich den Teppich damals auf einem arabischen Zug gekauft haben, im September in Saudi-Arabien, als es dort noch heißer war als in Deutschland im Hochsommer. Mehr als 10 Jahre lang sind wir im Orient unterwegs gewesen.
von einer Baustelle zur anderen gezogen. Saudi-Arabien, Irak, Libyen, immer woanders hin. Ich weiß noch, dass ich beim Teppichkauf einen langen Kaftan aus rosa Seide trug, verblasst von der Sonne. Wir hielten uns an den Händen, als wir mit dem Araber um den Preis feilschten. Ich werde es nie vergessen, weil ich in diesem Moment so glücklich war. Ich ziehe mit dem Finger das Muster des Teppichs nach, blau, Zimt und Mint, die Farben des Orients. Und ich weine. Weine um mein Kind, rauche und schluchze, doch irgendwann versiegen meine Tränen. Ich presse meinen Kopf gegen die Zimmertür, lausche und sage leise: Mach auf, Dave, lass mich rein. Er reagiert nicht. Lass uns reden, bitte ich, bekomme aber keine Antwort. Ich sitze lange da. Zeit spielt keine Rolle mehr. Ich brauche Hilfe, ich muss mit jemandem reden. Wen kann ich anrufen? Wer stützt mich? Wer kann mich trösten? Ich fühle mich allein. Dabei habe ich hier inzwischen einen großen Freundeskreis. Sogar 4 sehr enge Freundinnen. Doris, Tina, Dora, Inge und den Schwund Steve. Mit ihnen kann ich über alles reden. Ich hatte Doris vor Jahren in Tripolis kennengelernt. Sie war mit einem Bauleiter verheiratet. Später hat sie dann Wolle geheiratet. Mit ihm lebt sie jetzt in Brandenburg. Die beiden haben ein Möbelgeschäft in Berlin und importieren Möbel aus Fernost. Obwohl wir uns seit der Zeit in Tripoli nicht so oft gesehen haben, hat meine Freundschaft mit Doris all die Jahre über gehalten. Doch sie hat keine Kinder und hat keine Ahnung von Kindern. Mit Tina, einer Stewardess, und meinen Jungs habe ich ein Jahr lang nach der Trennung von meinem Mann in einem Haus nahe Frankfurt zusammengewohnt. Frank und ich hatten es gemietet, nachdem wir unser Haus in der Wetterau verkauft hatten. Tina war mir zunächst eher unsympathisch. Ihr mädchenhaftes Verhalten wirkte so aufgesetzt. Sie trug fürchterliche Kleider, himmelblau und rosarot. Aber es stellte sich bald heraus, dass sie mit ihren Eltern in all den Ländern gelebt hatte, in denen auch wir unterwegs gewesen waren. Das hat uns verbunden. Tina lebt mittlerweile ebenfalls in Berlin, zusammen mit ihrem Freund. Doch obwohl Tina mit mir und meinen Söhnen sehr vertraut ist, kommt sie als Ratgeberin in diesen schwierigen Zeiten nicht in Frage. Sie ist chaotisch und braucht ja selbst moralische Unterstützung, sodass sie jemand anderen welche geben könnte. Ich könnte Steve anrufen. Steve würde mir bestimmt helfen. Aber er drängt mich schon seit geraumer Zeit, für ein paar Tage mit ihm an die Ostsee zu fahren, und ärgert sich, weil mir die Entscheidung so schwer fällt. Darum will ich ihn jetzt lieber nicht um Hilfe bitten. Ich habe Steve bald nach meiner Ankunft in Berlin in der Videothek seines Onkels kennengelernt, die auf der anderen Straßenseite gegenüber meiner Wohnung liegt, und mich gleich mit ihm angefreundet. Steve hat genau wie David einen amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter. Nur dass Steves Vater dunkelhäutig ist. Steve selbst ist groß und kräftig wie ein Bär und liebt es, Mädchenkleider anzuziehen. Aber Dora wird mir helfen können. Sie ist schließlich genau wie ich Pflegemutter, noch dazu die von Davids leiblicher jüngerer Schwester Jenny. Ich werde sie anrufen. Sie und ihr Mann Thorsten wohnten früher nicht weit von uns entfernt und saßen an einem dieser Pflegeelternabende des Jugendamts direkt neben uns. Ihre leibliche Tochter heißt Marie und ist genauso alt wie mein leiblicher Sohn Konstantin. Dora ist eine intelligente Frau mit kurzen brünetten Haaren. Als ich sie das erste Mal auf dem Elternabend sah, stand sie kurz vor ihrer Abschlussprüfung zur Heilpraktikerin. Anders als ich ist sie stets ruhig und besonnen. Dora bekam während ihrer Schwangerschaft eine Eklampsie, die bei der Geburt mit schweren Krampfanfällen einhergeht und darum Mutter und Kind aufs Äußerste gefährdet. Da jede weitere Schwangerschaft für Dora sehr risikoreich gewesen wäre und Marie nicht als Einzelkind aufwachsen sollte, hatten sie und ihr Mann genau wie wir beim Jugendamt einen Antrag für die Adoption eines Kindes gestellt. Dora ist glücklich mit Thorsten verheiratet, einem schlanken, sportlichen Mann, der eine angesehene Firma für elektronische Geräte leitet. Unsere Freundschaft hat sich durch unsere Kinder über die Jahre hinweg noch vertieft. Jenny war erst 2 Jahre alt, als sie zu ihnen kam. Dora und ihre Familie leben, weil Thorsten von seiner Firma hierher versetzt wurde, schon seit längerer Zeit in Berlin. Dora hatte hier die Möglichkeit, endlich ihre eigene Praxis zu eröffnen. Doch als ich sie nun anrufe, geht niemand ans Telefon. Nur der Anrufbeantworter spult seine Begrüßung ab. Also versuche ich es bei Inge, die ich über eine Mitfahrzentrale kennengelernt habe, und weine ins Telefon. Ich stottere ein paar Sätze und erzähle, was passiert ist. Aber Inge muss arbeiten und hat im Moment keine Zeit für mich.
Sie ist genau wie ich geschieden und in einer großen Anwaltskanzlei als Sekretärin angestellt. Ihre Wohnung liegt nur wenige Straßen von meiner entfernt. Inge ist gewissenhaft und hilfsbereit. Sie geht oft mit David ins Kino, netterweise meist in Filme, die er mag und ich mir nicht ansehen will. Sie kann nicht lange mit mir sprechen, verspricht aber gleich, nach der Arbeit zu mir zu kommen. Er wird sich schon nichts tun, meint sie und versucht, mich zu beruhigen. Nach dem Telefonat lausche ich wieder ängstlich an Davids Tür. Es ist ganz still da drin. Warum diese unheimliche Stille nach seinem gewaltigen Ausbruch? Was macht er nur? Ich klopfe an seine Tür, bekomme jedoch keine Antwort. Schließlich fasse ich mir ein Herz und drücke vorsichtig die Klinke herunter. Die Tür klemmt, weil der Rahmen verzogen ist. Ich stemme mich gegen das Holz, die Tür öffnet sich. Vorsichtig stecke ich den Kopf ins Zimmer und sehe David mit hängenden Schultern auf dem Bett sitzen. Um ihn herum Chaos. Er hat eine Saftflasche in seine Vitrine geworfen. Glasscherben liegen im ganzen Raum verstreut. Auch die Flasche ist durch den Aufprall zerbrochen. Reste von Orangensaft kleben überall. Kleine Rinnsale fließen am Schrank herab auf den Boden. Die Fernbedienung des Fernsehgeräts ist zertrümmert und besteht nur noch aus Einzelteilen. Den Rucksack mit seinen Schulsachen hat er mitten im Zimmer ausgeleert. Hefte und Bücher liegen verstreut herum. Ein Becher mit einem Rest Pudding ist umgekippt. Offenbar ist David durch die klebrige Masse hindurchgelaufen, denn das Sohlenmuster seiner Turnschuhe ist überall auf dem Teppichboden verteilt. In diesem Augenblick wünsche ich mir meine alte Familie zurück. Wünschte, es wäre wieder alles wie früher. Wie gerne würde ich jetzt da Halt und Geborgenheit finden. Aber unsere Familie ist zerbrochen, wie das Glas auf dem Boden in Davids Zimmer.